Willst du das wirklich so machen? Das Letzte, was sie erwarten, ist ein Angriff vom Wasser aus. Fahr rüber zur Straße und bleib im Auto. Ich treffe dich da, wenn alles vorbei ist. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Vertrau mir, Alice. Bald haben wir das alles hinter uns. Um Sammy zu kriegen, werden wir es tun. Wir hören erst auf, wenn der alte Mann dort ist. Alice und der andere Kerl. Diesmal wird er uns nicht entkommen. Der Pisser ist hier drüben! Wir haben diesen Affenarsch wohl verscheucht. Findest du diesen Drecksack? Ich hab was Verdächtiges. Jetzt hast du den Arsch auf!
weg! Kümmert euch um diese Motherfucker! Hättest mich töten sollen, als du noch konntest, Arschloch! Zuerst töte ich dich, dann diesen nutzlosen alten Mann. Kerl! Uwo Anjenbata! Fick dich! War ein großer Fehler, im Hollow aufzutauchen. Das Hollow gehört einem Trajigesi, einem Feigling und Verräter. Schwarze Kulten, keinen Weißen mehr euch. Der Mann, von dem du sprichst, hat mich aufgenommen, als ich nicht wusste, wohin. Du bist nicht besser als er! Du Gänsekuster! Du Schweinehund! Schwein der Hölle! Beruhig dich! Ich soll mich beruhigen? Wie soll das gehen? Er hat mich gefangen gehalten, eingesperrt Tag und Nacht, mich verprügelt und missbraucht. Verfluche dich, du Monster! Dich und deine ganze verrottete Simpson! Er ist tot! Er ist tot! Er kann dir nichts mehr tun. Es ist vorbei. Es ist vorbei? Es ist vorbei? Wie kann so etwas jemals vorbei sein? Bajam! Verrückte Haitianer. Schauen wir uns das hier durch! Holt mich heraus! Wir gehören. Ja. Ja. Er tötet immer mehr von uns. Ach du. Willst du einen der eigenen Leute töten? Im Zug verlassen wir Endstation, Bruder. Mich hier festgenagelt. Ich setze seinen Aschenbrand. Schauen wir uns an, wie er brennt.
Denk nicht drüber nach! Der Fischer ist hier drüben! Wenn wir erwartet seid, führt sie Lügen. Das ist nicht so verrückend. Wir gehören nicht zu dir, Schwarzfischer! Lasst ihn laufen, aber merkt euch seine Visage. Hey! Wird auch langsam Zeit. Rauspauken. Alles frisch? Ja, alles klar. Wir liefen mit Barker. Wir sind zu einer Einigung gekommen. Er wollte sterben und ich habe ja gesagt. Fahren wir zurück zu Sammy. Hobbs wird so dermaßen happy sein. Diese Scheiße mit den Haitianern hat ihn schwer runtergezogen. Wenn die weg sind, wird sich alles wieder beruhigen. Dann läuft alles so, wie es soll. Ich sag ihm seit Monaten, dass wir sowas machen müssen, aber Hobbs? Naja, ich weiß auch nicht. Manchmal glaube ich, er hat das Interesse an dem Kram verloren. Nur weil er nicht gewalttätig wird, hat er doch nicht gleich das Interesse verloren. Ja klar, ich frage mich, wie es weitergeht, nachdem, du weißt schon. Und ich erst recht nicht, erklär's mir. Ob durch eine Kugel oder die Hand Gottes, jeder muss mal sterben, oder? Ja, sicher. Aber Alice Wirbel. Ich bete drum, dass Pops uns beide überlebt. Aber wenn nicht, will uns jeder Scheißer im Hollow entweder folgen oder abknallen. Ich sag ja nur, wir sollten darauf vorbereitet sein. Darüber müssen wir uns im Moment noch keine Sorgen machen. Also entspann dich erstmal mit deinen großen Plänen, okay? Ja gut, schon klar. Eine Sache, die Lincoln nicht gesehen hat oder vielleicht auch bloß nicht sehen wollte, war, dass es für einen Menschen wie Sammy immer wieder neue Bedrohungen geben würde, wie die Haitianer. Und wenn ihm die einmal nicht ans Leder wollten, würden sich eben andere finden, die ihm das Leben schwer machten. Das hätte sich nie geändert. Und so ließ ich Lincoln mit Zamakano ein. Du hattest recht, die Haitianer waren tatsächlich bei der alten Salzmine. Die machen uns keinen Stress mehr. Warum habe ich dich nur dahin geschickt? Ich sollte das mal selber machen. Wo ist der Unterschied? Das habe ich doch vor Vietnam auch gemacht. Wahrscheinlich weißt du es nicht. Gleich nach den Nachrichten zeigen sie im Fernsehen immer die Namen der Jungs, die gefallen sind in Vietnam.
Ich habe sie gelesen. Jeden Abend habe ich die Liste gelesen und mich jeden Tag gefragt, wann da wohl dein Name stehen wird. Aber er stand da nie. Mir ist nichts passiert. Aber man hat leider nicht immer Glück im Leben. Früher oder später. Passt du einmal nicht auf und das war's dann. Also, was unternehmen wir wegen Marcano? Wir zahlen ihm sein verdammtes Geld. Geht nicht anders. Wirft die Lotterie genug dafür ab? Die Lotterie? Nein. Aber Sal hat vorhin angerufen. Er will dich sehen drüben im Country Club. Er sagt, er hat einen Plan im Kopf. Wie sich das alles regeln lässt. Schwarze dürfen da aber nur als Angestellte rein. Also, es wird ihn nicht passen. Aber du kommst ja auf Geheiß von Sal Marcano. Wenn er dich sehen will, kommst du auch rein. Schön. Wollte schon immer sehen, wie der Laden von innen aussieht. Und du wirst tun, was immer Sal will. Klar? Tu es für uns alle. Yes, Sir.